Jo, liebe Leute, es geht heute weiter mit unserem Automechaniker-Simulator. Ihr seht, das Fahrzeug hat noch kein Fahrwerk. Wir auch. Das haben wir ja in der letzten Folge rausgerupft, weil da viele, viele Teile kaputt sind. Die Karosserieteile habe ich alle gemacht noch, aber jetzt geht's an einen etwas größeren und umfangreicheren Teil, nämlich die Aufhängung. Ja, es sind einige Dinge zu tun noch. Fangen wir an mit der Federunterlage für die Feder von der Hinterachse. So, die Federunterlage für die Feder von der Hinterachse. Bestellt. So, fangen wir an weiter. Federbügel ist Befestigungsplatte. Ach, guck mal, da können wir das direkt übernehmen. Bestellt. Ich mache Step by Step. Ich werde jetzt nicht irgendwie durchswitchen. Befestigungsplatte, die brauchen wir ja auch noch. Die Befestigungsplatte. Befestigungsplatte brauchen wir noch. Passt. So, dann haben wir das auch erstmal. Zumindest die Teile hier von dem Klopfen der Aufhängung. Das haben wir dann erstmal soweit behoben. Beziehungsweise noch nicht behoben. Wir haben es erstmal bestellt. Jetzt kommt der dicke Teil. Fangen wir an mit einer Spurstange. Die brauchen wir einmal, oder? Ja. Die Spurstange. Und ich kann mir das ja per Foto machen, einfach wieder. Und dann brauche ich nicht immer zu switchen. Alles andere haben wir ja. So, einmal Spurstange. So. Dann, warte mal. Ich gucke gerade, wie weit ich runterzoomen muss, damit ich ungefähr weiß, was ich haben will. Die Achsschenkel hinter Achse Typ B. Die brauchen wir nicht mehr. Gut, haben wir so. Jetzt fangen wir an mit den Teilen, weil ich muss ja, ich habe jetzt ein Foto mir gemacht kurz und weiß dann ungefähr, was ich haben muss. Na, alles andere ist ja hier. Das ist schon gemacht. Komplett. Jetzt brauchen wir nur die Teile. Die Köpfe der Aufhängung, die Teile haben wir ja bestellt. Jetzt weiß ich, wir bauen nachher das Fahrwerk mehr oder weniger zusammen. Fangen wir jetzt mal an mit den Teilen zu bestellen, damit wir weitermachen können. Die Spurstange. Eine Spurstange brauchen wir. Bestellt. Gummilagerbuchse. Groß. 1, 2, 3, 4, 5. Brauchen wir 5 von. Wie gesagt, erstmal nur das, was auf der ersten Seite steht, damit ich ungefähr weiß, was ich haben will. Die Radnabe für die Vorderachse. Die Radnabe für die Vorderachse. Nice. So, bestimmt. Das Radlager. Bestellt. Die Feder für die Vorderachse. Aber nur einmal, ne? Wie gesagt, ich spiele erstmal die erste Seite, bevor ich da jetzt irgendwie hin und her switche. Querlenker Typ A. Heißt das Ding nur Querlenker Typ A? Ja, das heißt nur Typ A. Gut, machen wir rein. Gummilagerbus, Befestigungsplatte. Brauchen wir noch eine. Deswegen, wie gesagt, einfach komplett. Die Achsschenkel. Achsschenkel für die Hinterachse Typ B. Bestellt. Gut. Die Federbügel für die Befestigungsplatte. Federbügel, Befestigungsplatte. Insgesamt einmal. Ja, machen wir nur einmal. Gut. Ein Stoßdämpfer brauchen wir neu. Ein Stoßdämpfer brauchen wir neu. Stoßdämpfer, Hinterachse, 2 Rohr, Öldruck.
Hinterachse, Vorderachse, Hinterachse. Da ist er. Anschlagpuffer. Der Anschlagpuffer. Anschlagpuffer. Der Anschlagpuffer für die Feder von der Hinterachse. Und dann brauchen wir noch die Steckachse, ebenfalls für die Hinterachse. Steckachse. Steckachse für die Hinterachse. Einmal, ne? So, gut, dann haben wir's. Gut, dann fahren wir die ganze Karre wieder hoch und bauen die Teile ein. Eigentlich sollte das soweit gepasst sein. So, alle Teile bestellt. Und wir bauen den Mist wieder zusammen. Die ganze Show wieder zusammen. So, okay. Mit. Lalalalalalala. Fangen wir erstmal die rechte Seite an, würde ich sagen. Was wollen wir jetzt hier irgendwie was machen? Querlenker, der ist ja neu. Den brauchen wir ja. Jetzt bauen wir jetzt mal einfach ein. So. Wie gesagt, ich habe einfach die Vorderachse einfach rausgeballert, damit wir da haben wir auf jeden Fall die Teile drin. So. 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 Kurz wieder rauszoomen, damit ich ein bisschen mehr sehe. Yep. Radlager? Wollte gerade sagen, der hat noch ein Radlager. Ich muss mal das Inventar gleich wieder ein bisschen cleanen. Und Teile, die hinschicken. So, Radnamendeckel. So. Gut. Das haben wir soweit. Alles. Ne, da ist noch irgendwas, was da ran muss. Stabi. Der muss doch da dran. Und der, wenn der Stabi dran ist, kann nämlich auch hier die Koppelstange rangemacht werden. So. Dann hoffe ich, dass ich alle Teile für die rechte vordere Seite erwischt habe. Jetzt mache ich nämlich links weiter vorne. Ich weiß, dass die Aufträge gerade ohne Ende hin und her gehen, aber das ist mir gerade sowas von jetzt egal. Ich kann eh nicht alles machen. Das werde ich auch nicht schaffen. Dafür fehlt mir auch der Platz, weil ich habe nur zwei Hebebühnen und ich habe so drei Plätze nur. Und die sind halt alle durchweg belegt. Wenn ich, glaube ich, irgendwann mal die dritte Hebebühne habe, die ja erst auf Level 50, glaube ich, kommt, oder? Wenn ich es richtig im Kopf habe. So, gucken wir mal auf die Zeit. Nein, das brauchen wir nicht. Damit ich weiß, wie viel Zeit ich habe. Ja, ja, wir sind bei 10 Minuten etwa. So. Dann da rein. Radnabe rauf. Da kann man nämlich hier weitermachen. Spurstange dran. Die neue. Wir haben ja noch ein bisschen zu tun. Wir haben ja noch die Hinterachse komplett vor uns. Na? Ist die Feder neu? Ist die Feder? Warte mal. Ist die Feder neu?
Peter, Vorderachse. Ah, ich muss die Vorderachse noch unternehmen. Weil ich muss die Feder auseinanderziehen. Ich muss eine neue Feder einbauen, die habe ich vergessen einzubauen. Das kriegen wir mal hin. Sekunde, das ist eine Arbeit von wenigen Sekunden. Ich gucke gerade, wo wir sind. So, einmal die Feder von der Vorderachse zerlegen. Neue Feder dran. Und dann kann man sie wieder einbauen. Machen wir sie wieder dran und dann können wir sie wieder einbauen. Habe ich keinen Fehler drin gehabt. Die Fehler nämlich nicht eingebaut. So, einmal Tassen wieder nehmen und dann weiter geht die Reise. Da ist mein Auto. So, da ist er okay. Da ist aber nicht okay. So, jetzt drehen wir das Ganze wieder, was haben wollen. Und schon sind neue Fehler drin. So. Zumindest erstmal. Für den ersten Blick sehr gut aus. Ja, jetzt muss nämlich hier. Was ist denn da den Fehler? Was ist denn da noch? Fehlt denn da noch? Da muss doch noch was fehlen, oder? Jetzt blöder, weil ich die links nicht noch machen kann oder was? Ach, ernsthaft jetzt? Okay. Der wurde sah ja so aus, als wurde mir das Ding nicht angezeigt. Aber ist okay, alles ist gut. Wir fangen an mit der Hinterachse. Damit wir weiterkommen. So, Anschlagpuffe rein. Das machen wir auf der anderen Seite direkt mit. Die neue Feder für die Hinterachse. Also fast neue Feder. So, Kardan werde neu. Schrauben wir es einmal komplett fest. Ja, das wird darauf hinauslaufen, dass wir, wie gesagt, heute das Auto zusammenbauen einfach. Weil was Neues werde ich heute nicht mehr anfangen. So, der Längslenker. Ich bin ein bisschen weit weg, ja? Würde ich sagen. Aber okay. Ich bin nur auf einfach falsche, komplett in der falschen Perspektive. So. Gut, dann setzen wir da die Bremsen rein. Die Steckachse für die Hinterachse neu. Keine Sorge, ich habe die Dings nicht vergessen. Die Befestigungsplatte nehme ich hier drunter. Dann dazu die Bügel. Soweit. Hier oben ist noch eine Federunterlage rauf. Dann haben wir das auch. Und dann haben wir fast die rechte Seite für die Hinterachse fertig. Bremsbacken noch rein, die Trommel noch drauf. Und dann hätten wir sie, glaube ich, fast fertig. Nee, hier liegt noch mein Spezialgebiet, nämlich die komische. Doch schon immer noch nicht gut aus. Okay. Ja, gehen wir erstmal auf die andere Seite. Das ist noch nicht zu 100% das Ding. Da fehlt noch ein bisschen was. So, gucken wir weiter. Ich vermute, wenn hier das Ding hier drauf ist, dass irgendwas verbunden werden kann. Akschenkel drauf. Das drauf. Die Steckachse drauf. Tabbremszylinder drauf.
Bremsbacken drauf. Bremstrommel drauf. Gut, jetzt hoffe ich, dass ich alles habe. Scheinbar aber, ich werde... Also nein, ich habe nicht alles, weil ich habe hier unten noch eine Befestigungsplatte drauf, die neu gemacht werden muss. Eine weitere. Gut. Haben wir jetzt alles? Ne, haben wir noch nicht. Bei weitem nicht. Bestimmt nicht. Ich bin mir sicher, dass ich noch nicht alles habe. Also hinten natürlich die D-Reifen. Doch. Doch, ich habe alles. Scheinbar laut Auftrag zumindest, ja. Laut Auftrag habe ich alles erwischt. So, setzen wir die 4 Reifen drauf. Dann sollte es eigentlich. Sieht doch noch so. Sieht mir doch zu alles zu. Da fehlt doch noch was. Ja, werden die hiermit. Das ist echt das Einzige, das der Querdenker. Meiner Meinung nach ist das dann absolut unnötig, das Ding. Oder? Warte mal. Sieht das nur so aus? Aber verbunden wahrscheinlich die Karosserie. Sieht wahrscheinlich einfach nur hier auf dem Ding jetzt gerade ein bisschen schissen aus. Egal. Alles gut, wird schon seinen Sinn haben irgendwo. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Zumindest wäre das toll, wenn ich mal. Ich habe bestimmt irgendwas vergessen. Ich bin mir ziemlich sicher. Nö, habe ich nicht. Gut, das war's sogar schon, liebe Leute. Das Fahrzeug ist fertig. Ich nehme den kurz hier um, den Mustang. Fahrzeug bewegen. Zweite Hebebühne. Und ich guck mal, was wir da auch in Aufträgen haben. Hier ist noch irgendwas. Oh ja, Ford F-150. Auch wenn er hier nicht heiß soll. Ne, es könnte auch ein Dodge Ram sein. Ja, es ist eher ein Dodge Ram. Vom Logo zumindest her. Aber es sieht ja ziemlich ähnlich. Das hier ist so wahrscheinlich so ein Clio-Abklatsch. Ja. Und das hier ist ein alter Ford Mustang. Was hat er denn? Der gute. Oh ja, oh ja. Motor. Motor, Fahrwerk, Bremsen. Das Ding würde es definitiv mindestens eine Folge fressen. Aber vorher ist das Ding hier erstmal dran. Der Clio hier dran. Motor läuft hungrig. Das klappt mit dem Motor, aber. Würde ich mal aufmachen, wa? Bremseinrichtung, ja, irgendwas, also Bremsen neu, Motor irgendwas. Du hast was? Anders war wahrscheinlich defekt, Filter neu. Motor ist unruhig, Getriebe. Boah, du hast ja vieles neu. Also die werden die drei Fahrzeuge, die wir jetzt hier so nach und nach haben, das werden mindestens noch 2 bis 3, also ich würde sagen 3 Folgen, fast 4 Folgen, ja. Die uns da nochmal richtig an Zeit fressen. Aber es ist halt einfach so. Ich gucke gerade nochmal schnell, ob wir noch was an Ausbau haben. Wir sind zwar erst Level 13, waren wir nicht. Ne, waren wir nicht. Gut, dann mache ich heute Feierabend. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Und dann geht es weiter mit diesem Sportwagen hier. Und das sehen wir uns dann morgen wieder um 16 Uhr, wenn ihr Bock habt. Bis dahin. Tschüss.